So, auf nach Etage 8. Super auch, wirklich. Toll. 8. Haha, es kommen noch 4 Etagen. Super, ich freue mich. So ein entspanntes Spiel. Entschuldigung, Sie haben Ihre Dose verloren. Hallo. Können Sie bitte umweltbewusster leben? Das ist aber frech, was Sie hier machen. Ja, besser ist es, dass Sie nach Hause gehen. Meine Güte. Die Etagen werden auch immer schöner, ne? Ich muss halt sagen. Hallo, ist hier jemand auf? Es ist nicht meine Schuld. Ich konnte nichts tun. Die verstorbene Person, alle sind wegen ihr verschwunden. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist alles ihre Schuld. Hallo? Kommen Sie doch raus, ich will Ihnen helfen. Also wirklich. Dann halt eben nicht. Hast du das? Ich glaube, sie. Mir geht's nicht so gut. Oh mein Gott. Super, macht Spaß. Also wirklich toll. Super angenehm. Können wir die Dose eigentlich aufheben? Habe ich gar nicht ausprobiert. Nein. Ach, toll. Japan und Toiletten. Nie eine gute Kombo. Ja. Irgendwie nicht so. Hallo, ist da jemand? Sie müssen bitte einmal Feierabend machen und Sie müssen nach Hause. Oder gehen Sie in eine Bar oder sowas und nehmen Sie mich direkt mit. Es wäre echt irgendwie nett. Hier ist scheinbar niemand. Können wir die Anomalien auch irgendwie wegschicken? Achso. Anomalien. Ach, schön. Ja. Schön auch, ne? Also wirklich. So. Schließen das mal hier ab. Also hier können wir tatsächlich gar nichts machen mehr. Okay, gucken wir mal, ob hier alles okay ist. Hallo. Guten Abend. Ist hier jemand? So. Ist keiner, oder? Super auch. Dann schließen wir hier auch mal ab. So, hier ist zu. Sind das eigentlich immer die gleichen Dinge? Muss ich mal auf der nächsten Ebene drauf achten, wenn wir da überhaupt hinkommen. So. Ja, wir sind fertig. Die wunderschöne Etage 8. Es kann nur schlechter werden. Ciao. Hallo, Etage 9. Schauen wir mal, Chat, ne? Was soll schon schief gehen? 9F. Es wird auch einfach nicht besser mehr. Ah. Das ist Blut. Natürlich ist das Blut. Willkommen zu Hause, Sinara. Schlaf schön. Danke fürs kurze Einschalten. Hallo? Ist da jemand? Können Sie mir einmal sagen, was hier passiert ist? Ist das normal hier in der Firma? Normalzustand? Guck mal, Milton-chan ist auch da. Hallo, Trashy-chan. Ah. Hallo? Ist da jemand auf Toilette? Kannst mir nicht vorstellen, dass sie hier auf Toilette sind. Okay. Verstehe ich auch. Ist wirklich nicht sauber hier. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Können Sie mir sagen, was hier passiert? Oh, ich will hier eigentlich gar nicht rein. Hallo? Ah, klar. So, Feueralarm.
Gucken wir mal. Und das ist alles soweit okay. Ob der noch schläft? Ob der schläft? Ei! Nicht dein Ernst. Yo, what up? Ist das normal hier? Ja. Mist, bin wohl eingenickt. Schon so spät. Was wollen sie eigentlich? Immer wieder sind sie hier. Und stehen vor mir, wenn ich aufwache. Waren sie die ganze Zeit schon hier? Wie dem auch sei, haben sie meinen Chef gesehen? Ist er schon gegangen? Dieser machtmissbrauchende Unmensch wollte erst gehen, wenn alle anderen auch weg sind. Ich hau jetzt ab. Okay. Warum sind sie immer wieder hier? Okay, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Mal von dem Gestöhne in der Wand abgesehen. Verwirrt mich. Hä? Okay. Also wir waren. Das ist echt immer der gleiche. Was ist das für Geräusche? Ja. Gib mir ein Zeichen. Bist du okay? Hallo? Alles okay? Wir gehen dem Geräusch natürlich näher. Alles normal. Willst du nicht spielen? Okay. Mach's gut. Du kannst das ruhig weitermachen. Also mal, früher habe ich das auch gerne gemacht, aber nee. Bye und so, ne? Ich schließe dich auch mal kurz ein, einfach nur für Sicherheitsprotokoll, damit du nicht gestört wirst beim Spielen. Wir sind noch nicht fertig. Warum sind wir noch nicht fertig? Das Geräusch ist nicht gekommen, Chat. Wir haben doch alles abgeschlossen, oder? Abgeschlossen. Ja, klar. Ist doch gut, dass es abgeschlossen ist. Dann. Hier ist ein Gang. Ja, toll. War der gerade auch schon da? Hallo? Sie müssen Feierabend machen, wirklich. Sie müssen Feierabend machen. Mein Handy vibriert. Das ist toll. Hallo? Ist eine Bombe? Schön auch, ne? Also, schöner Knopf, muss ich sagen. Ah, klar. Da ist noch ein Knopf. Ah, da ist noch ein Knopf. Der Notausgangsschlüssel. Supi auch. Hallo. Bitte spring mir nicht ins Gesicht. Bitte spring mir nicht ins Gesicht. Bitte spring mir nicht ins Gesicht. Okay. Hey. Hallo, bist du Ayanos Freundin? Bist du Ayano 2.0? Sieht ja doch eigentlich ganz lieb aus, Chat, oder? Ah, schön auch hier, ne? Muss ich sagen. Ja, die Frage, gehen wir jetzt hier hin oder gehen? Wisst ihr was? Wir nehmen den Fahrstuhl. Fahrstuhl ist immer besser. Sieht so aus, als würden die Knöpfe nicht funktionieren. Ich kann das Treppenhaus beim Notausgang nutzen. Schön auch. Klar. Natürlich. Wir gehen in das wunderschöne Treppenhaus. Was auch sonst. Ah, wir können auch nur nach oben. Natürlich. Hallo. Nächste Etage. 10.
Wo es natürlich auch nicht weitergeht. Okay. Ah. Es wird in diesem... Also ich bin davon überzeugt, dass in unserer Stellenausschreibung stand, das ist ein normaler Beruf. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaub, die Lampen sind einfach zu hell. What the fuck? Was ist hier los? Chat, ich versteh's nicht. Was ist in diesem Gebäude los? Alles normal. Hier ist gar nichts normal. Wir sehen nur Anomalien. Die ganze Zeit. Mehr auch nicht. Ist das... Das ist einfach Joskes Brotchat. Denkt ihr auch von der Decke. Hängt auch von der Decke. Easy. Gut. Unser Fahrstuhl sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und also sie haben auf jeden Fall viele Stühle und Blut. Ich hoffe, wir erfahren, was hier passiert ist, so ein bisschen. Also es sind auf jeden Fall verschiedene Räume. Also wir gehen schon Etagen höher, glaube ich. Aber der Typ sagt ja, dass wir immer wieder auftauchen. Also vielleicht ist er das Problem und taucht immer wieder auf. Vielleicht sind das Geister und die sind alle tot und irgendwas ist passiert. Keine Ahnung. Ich habe Fragen. Was passiert hier? So. Machen wir mal zu hier. Da. Wirklich super Job, den wir uns ausgesucht haben. Ich hoffe, wir können den Geburtstag unserer Tochter auch noch erleben. Ich weiß nicht so recht. Guten Abend. Hier jemand? Nein. Machen wir mal zu. Zack. Oder. Hallo? Ah. Und wir machen. Guck natürlich hier. Hallo. Die Frau ist auf jeden Fall nicht wieder da, Chat. Okay. War ja ganz angenehm hier. Abgesehen von dem Blut an der Wand und den verdrehten Räumen. Natürlich braucht der Fahrstuhl jetzt ein bisschen, ne? Warum braucht er so lange? Okay, auf zur Etage 11, Chat. Oh nee. Ich hasse was. Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo? Nein, stopp, 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 stopp. Stopp! Ende hier jetzt. Ende. Nein, aus. Lass uns raus. Lass uns raus. Ist das Etage 11? Ich glaube nicht, ne? Wir können doch einfach hier bleiben. Ich meine, es ist nicht der schönste Fahrstuhl, aber es ist halt okay. Etage 666. Ja, Etage 666. Mein Gott. Also sie bewegt sich auf ein bisschen was, ne? Also ist auch schön, muss ich sagen. Also schöne, wunderschöne Symbole. Was passiert in diesem Gebäude? Und warum wird dein Gesicht im Fernseher abgebildet? Hallo? Alles okay bei Ihnen? Ist das unsere Frau? Nein. Die hinter uns? Das im Video gewesen? Meine Güte. So ein schönes Familienspiel. Wirklich auch, ne? Ah, eine rote Lampe. Ist ja auch mal was Schönes. Also, angenehm auch. Das Blut auf dem Boden.
Ist das eigentlich ein Stein oder ist das ein Körper? Da habe ich jetzt gar nicht so genau hingekommen. Ich glaube, das ist ein Stein, ne? Draußen spielt auch so, dass es ein Körper ist. Aber es ist ein Stein. Super. Okay. Wir gehen mal weiter. Schön auch, ne? Schön auch. Immer schöner auch. Was ist hier los? Okay. Ah. Es war wieder so ein hölzerner Raum. Aber wo ist diese Gruselfrau hin? Und auf welcher Etage sind wir gerade? Und warum ist... Es wird auch immer blutiger. Das Spiel erwartet nicht ernsthaft von uns, dass wir unserer Arbeit jetzt noch nachgehen, oder? Nee. Komm schon. Schauen uns mal ein bisschen um. Okay. Okay. Da ist ein Fernseher in der Mitte. Und ganz viele Bildschirme drumherum. Also im... Ah, ein Zahlenschloss. Okay. Ein Video. Nichts zu sehen. Ah, wir müssen eine Kassette suchen. Und wir müssen den Zahlencode benutzen. Okay. Kriegen wir hin. Wenn wir dafür dann nach Hause können, wäre sehr begrüßenswert. Diese Bildschirme. Wir gucken uns das mal um. Bin schon so am Schauen, ob hier irgendwo vielleicht Ziffern auf den Tafeln stehen oder sowas. Das wäre ja so ein Ding, ne? Schauen wir mal. Also hier ist schon... Also ich dachte die ganze Zeit, das was abgebildet mit diesem Weiß. Aber eigentlich nicht. Vielleicht müssen wir uns das Video auch anschauen. Blutverschmierte Abdeckung erhalten. Vielleicht kann ich sie sauber machen. Blutverschmierte Abdeckung erhalten, okay. Schlaf gut, Sabi. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche einen angenehmen Start ins Wochenende. Okay. Also hier können wir auch nicht durch. Also wir haben eine blutverschmierte Abdeckung erhalten. Das heißt, sie ist halt, vielleicht können wir die irgendwie abwischen. Meine Vermutung wäre, dass wir einfach hier ein Wasserhahn benutzen dafür. Ich konnte das Blut abwaschen. Da sind zwei Linien drauf gemalt. Zwei Linien. Also können wir die sehen? Nein, okay. Also wir haben eine blutverschmierte Abdeckung, wo zwei Linien drauf gemalt sind. Ist halt die Frage, packen wir die einfach hier wieder drauf? Achso, das ist die Uhr. Ah. 00? 30? 60, 90. Könnte es sein, dass es der Code ist? Es bewegt sich so ein bisschen. Interessant. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Winkelding. 60, 90, 0, 30. Maybe, maybe not. Oder 90, 0, 30, 60. Also wir können es einfach mal versuchen halt, ne? Wir verlieren ja eigentlich nichts. Ah. 60. Ah, guck mal. Der große Zeiger für das große Ziffernblatt, der kleine Zeiger für das kleine Ziffernblatt. Supi, Videoband erhalten. Ich weiß aber nicht, ob ich das gucken möchte. Nicht, dass wir eine Wahl hätten, aber nichts zu sehen. Achso. Okay. Das Kabel fehlt. Natürlich fehlt das Kabel. Gut, dann suchen wir uns ein Kabel. Wenn ihr ein Kabel wärt, wo wärt ihr? Wir haben ja nicht wirklich so Schränke hier, oder? Ich habe es halt nicht gesehen, ne? Gucken wir mal. Hm.
Kabel. Gucken wir mal, wo ein Kabel hier ist. Hier ist eine Tür. Ich will nur gucken, ob die auf ist, ne? Aber ich will auch nicht unbedingt da rein. Bin ich halt ehrlich. Hier ist halt was. Also Toilette einfach. Ich glaube, wenn ist es in einem der beiden Räume. Man kann sich ja trotzdem mal umschauen. Vielleicht auf einen der Tische hier. Tische. Einfach nur mal reinschauen. Kabel fehlt. Das sieht ziemlich frisch aus, das Blut. Ha! Fast Spiel. Aber auch nur fast. Danke fürs Halten, ne? Ciao. War nett von dir. So. Jetzt aber. Okay, Computer. Polizei? Redet jemand? Kamerawechsel auf Toilette. Haben wir wieder dieses Absperrband. Da frage ich mich, ob es Polizeiband ist oder generelles Absperrband, aber so von Gelb würde ich jetzt sagen, vielleicht Polizeiband, ne? So Crime Scene mäßig. Rennt jemand? Ah! Da ist die große Gefahr. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich sollte verschwinden. Diejenigen, die nichts für eine Eichdürre, wollte sie sagen. Also Marianne kriegt das cooler. Just saying. Ach ja. Oh, hier kann man nicht raus. Natürlich kann man auf einmal nicht hier raus. Bleib mal stehen. Ich wollte einfach wissen, was passiert, um ehrlich zu sein. Ah, tot. Klar. Schön auch. Ah, klar. Hi. Und sonst so? Hast einen schönen Tag? Geil, ne? Super Tag auch. Aber wo müssen wir denn lang? Ah. Schön noch, ne?
Nun. Chat. Es gibt noch ein Ende. Natürlich werden wir dieses Ende uns auch anschauen. Vielleicht ist das Ende befriedigender. Schauen wir mal. If you like the game, please leave a review. Thank you for playing. Ja, dazu sagen wir gleich etwas. Ne? Wir gucken uns erstmal noch das andere Ende hier an. Hören Sie mal. Gucken wir mal, ne? Ending I run. Also im Prinzip bei diesem Ending spült alles zurück. Ich hoffe, wir können halt wieder an dem Punkt halt anfangen. Okay. Alright, dann hoffe ich, dass wir einfach wieder. Ah, wir müssen nochmal alles neu machen, ne? Wie es aussieht. Okay, Chat, das kriegen wir hin. Das war die 60. 30. Ach nee, Quatsch. Ich bin lost. 90. Alles gut hier, ne? So, wir haben einmal das Video wieder. Hi, Bro. Danke fürs Halten. Bye. So. Dann einmal rein damit. Let's go. Aber wir können das leider nicht skippen. Dann müssen wir uns nochmal anschauen. Chat, es ist warm. Es ist ein bisschen warm. Und sonst so? Was ist wohl passiert? Weiß ja nicht so recht, ne? Eist. Ich kann hier nicht länger arbeiten. Ich sollte verschwinden. Joho. What up, what up, what up? What up, what? Oh. Diesmal andersrum, ne? Frech. Das ist ein frecher Move. So, warte mal. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Hä, da war gerade unser Kühlschrank, Chat. Da war gerade unser Kühlschrank. Ah, wir wurden getroffen. Wir wurden. Es hat uns bekommen. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Bin ein bisschen verwirrt. Gucken wir mal. Es hat uns. Nein, es hat uns nicht. Okay. Okay.
Die Sache ist, wir werden jetzt ein paar Mal sterben wahrscheinlich. Nein, komm hier hin. Ja, viel schöner hier. Super. Oh lol, was ist das denn? Ah. Hä? Okay, interessant. Wo sollen wir den Code denn herbekommen? Frag ich mich gerade so ein bisschen. Wir gucken uns noch mal kurz um. Okay. Warte mal, 9. Ne, warte mal. 6, 9, 0, 3 vielleicht? Geht's einfach mal aus. 6, 9, 0, 3. Bin ich irgendwo ein Code? Hat schon ein bisschen. Hätte halt jetzt gedacht, wegen der Uhr oder so, wisst ihr, wie ich meine? Irgendwo einen Code am Anfang, von dem wir nichts wissen. Hi, weißt du den Code? Nee? Weißt du den Code? Also wir brauchen einen Code, damit wir hier durchkommen, wie es aussieht, Chat. Aber wo kriegen wir diesen Code her, frage ich mich gerade so ein bisschen. Oh. Hä? Ja, warte mal. Ich bin mal fies hier in dem Fall. Screenshots. Gucken wir doch mal. Wir haben. Das hat pausiert. Kann ich länger bleiben? So, bevor wir jetzt da was machen. Also wir haben hier das Bild. Zwei, drei, sechs. Na, achso, das ist halt das, was ich eingegeben habe gerade, ne? Ja, lol. Wir haben hier die Familie. Boah, sind da Ziffern im Gesicht? Da bin ich doof. Das ist gerade, gaslighte ich mich gerade. Aber es sind einfach nur, das sieht einfach nur so aus, ne? Das sah aus wie eine 6 jetzt gerade, aber es ist einfach die Zeichenkunst des Kindes. Da bin ich doof. Es wird ja nicht einfach so aus Spaß dort drin sein. 638 gab es, 9214, 1024, 1237470, 769. Hä? Hä? Ihr dürft mal kurz ja oder nein sagen. Sind das Nummern im Gesicht oder nicht? Bin ehrlich, ich frage euch einfach mal sehr direkt. Bei der Gäste leite ich mich einfach.
Wenn das Nummern wären. Ich habe da keine Ziffern, ich weiß es aber nicht. Also ich sehe da keine Ziffern. Aber das sieht halt aus wie so eine Ziffer. 9, 6 gerade für mich. Und hier eine 5 und hier irgendwie 8, irgendwas. What the fuck? Ich überlege halt gerade so ein bisschen. Wir haben nichts mit Ziffern oder so hier. Also wie sollen wir den Code denn wissen? An den Computern irgendwas, was wir nicht sehen? Ich glaube nicht, ne? Wie leckt das Spiel auch gerade ein bisschen bei mir? Ein bisschen verwirrt, was hier gerade passiert. Einen Moment. So, einfach hier lang gehen. Wartet mal. Nein, das sind keine Ziffern, das ist einfach nur die Zeichnung. Anscheinend. Hä, aber wo sind die Ziffern dann? Das ist nicht der Ausgang. Im Prinzip. Es sind einfach nur Augen. Ich komme auch nirgendwo Ziffern gerade auf oder so, ne? Nee, komm mal bitte hier rum. Ich sehe nichts auf den Tafeln. Irgendwo muss doch dieser doofe Code stehen im Prinzip. Wir haben auf irgendwas nicht geachtet im Laufe des Spiels, aber ich meine, wie sollst du noch auf die Idee kommen, dass woher sollst du wissen, dass plötzlich das gebraucht wird? So im Prinzip. Also hier kommen wir auch nicht rein. Diese ganzen Zahlen. Geht auch nichts. Ich bin verwirrt. Bin maximal verwirrt. Super verwirrt, um ehrlich zu sein. Hier ist auch nichts. Denke ich zu kompliziert für das Spiel gerade? Hätte es halt wirklich irgendwie gedacht, dass vielleicht irgendwas mit der Zahlenuhr das zu tun hat oder so, wisst ihr, was ich meine? Ah. Ah, sie macht die Tür hier auf. Ich wollte gerade sagen, kann man sie vielleicht irgendwie einsperren? Aber sie geht einfach durch die geschlossene Tür durch, auch schön. Guck gerade mal, aber hier steht auch nirgendwo was auf diesen, bei diesen Boards. Ah, du kannst es im Mod-Chat mal unter Spoiler reinpacken. Alles gut. Wenn es halt nicht anders geht, dann ist es halt so. Ich meine, ein Ending haben wir ja gespielt. Aber... Ding. Gucken wir gleich hin. Manchmal ist man blind vor der Lösung. Dieses Bild, das macht mich halt so kirre. Kann an dem Bild auch gar nichts machen oder so. Tatsächlich, also... Thank you.
den Türen ist auch wirklich gar nichts dran. Das ist halt... Hey. Steht auch nichts. Auch überall Blut. Ich hätte irgendwie gedacht, dass da an den Gitter vielleicht was ist. Also... Irgendwie habe ich das Gefühl, es hat was mit dem Bild zu tun. Es hängt ja nicht aus Spaß da. Wir haben auch nicht den Geburtstag der Tochter oder so erfahren. Mal ganz kurz, hier oben ist so ein Aktending. Aber das ist halt, ich denke, zu abstrakt schon mittlerweile. Das Ding ist auch weg hier, ne? Die Person. Hat man die vorher für sich vielleicht anschauen sollen? Ah, to be honest, ey, gar nicht so einfach. Ah, ich gucke einfach mal ganz dreist in den Mod-Chat. Bin ich ja ehrlich zu euch, Chat. Macht er ja kein Geheimnis draus. Ach so, es steht warte kurz. Cool. Ey, die Sache ist, wir sind jetzt halt überall rum, glaube ich. Ich habe das Gefühl, es hat etwas mit den vorherigen Bereich zu tun. Ganz am Anfang gab es einen Kalender mit Geburtstag. Ah. Oh lol. Oder auch nicht. War es schon mal nicht. 23.0. Also der 23. Oktober war es halt. Im Japanischen wird das halt andersrum gemacht mit den Zahlen. Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Müssen von Japanisch ausgehen. Yobai und so, ne? Yobai. Mich wundert, dass ich mich an den 23.10 erinnert habe, um ehrlich zu sein. Okay. Okay. Hey, das ist unsere Tochter. Hey, sag, wie es ist. Ohne Tipp hätte ich es nicht herausgefunden. Bin ich halt ehrlich. Ending 2. Chat, unsere Stalkerin steht da mit der Hund. Super. Lass mal den Abspann durchlaufen und reden gleich übers Spielen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Genießt es.
Ja, Chat. Damit haben wir das erste Ending. Das andere war das zweite. Es war interessant. Ich bin trotzdem verwirrt. Also ich bin tatsächlich sehr verwirrt. Also im Prinzip haben wir eine Frau, die ja eine Obsession für uns hat, ne? Aber warum das Paranormale dann? Und sowas. Also man hinterfragt ja viele Sachen, aber ich meine, wir werden da keine Antwort drauf bekommen, ist mir halt bewusst, aber wild. Aber ein cooles Spiel, muss ich sagen. Also mal eine andere Richtung bei Chillers Art Game, muss ich sagen. Normalerweise geht das halt nicht so in so eine fiese Richtung, so vom Gefühl her, sage ich jetzt mal. Aber ich fand es sehr cool, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, war nice, würde ich sagen. War sehr, sehr interessant. YouTube, danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.